Willkommen zurück zu Dead Synchronicity. Ich hoffe, ihr habt euch von der letzten Folge gut erholt. In der letzten Folge haben wir einiges hier über diese Einrichtung hier erfahren. Und hier liegt ziemlich viel Müll und Zigarettenkippen rum. Wir haben mit der guten Uma geredet. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht das Morphium nehmen können. Ja, können wir. Okay. Ja, wir haben rausbekommen, dass es kein Heilmittel gibt, dass die Regierung die Forschung eingestellt hat für das Heilmittel. Und ich werde diesen Ort nicht verlassen, bevor ich nicht eines dieser Memos zu den Zerflossenen gefunden habe, von denen Uma geredet hat. Wenn es stimmt, dass die Armee die Suche nach einem Heilmittel aufgegeben hat, werde ich für Rod einen Beweis brauchen. Gut, das stimmt natürlich. Hier ist Metallfach, aber... Ein kleines Schloss hindert mich daran, es zu öffnen. Und trotz seiner geringen Größe scheint es sehr widerstandsfähig zu sein. Okay, aber es bringt ja auch nicht... Das würde ich lieber nicht tun. Ja. Die Säure würde es zersetzen und dann hätte ich es nicht mehr. Stimmt natürlich. Aber wie kriegen wir das auf? Das geht leider nicht. Wie kriegen wir das auf? Damit möchte das nicht. Vielleicht so wird das nicht klappen. Ich sehe da keinen ausreichend großen Spalt an der Tür, um sie aufzustemmen. Okay, Nagel. Ein professioneller Einbrecher könnte das vielleicht, aber ich bin nicht. Na gut, er kann das nicht mit dem rostigen Nagel. Können wir vielleicht Oma nochmal, können wir Oma vielleicht nach so einem Bericht? Ein altes, wurmzerfressenes Möbelstück. Der miese Zustand fällt selbst in dieser Umkleide auf. Können wir da vielleicht irgendwie so einen Zettel mitnehmen? Mal sehen. Hier sind nur Staub und alte Papiere und ein kleiner Schlüssel. Ah. Okay, mit dem kleinen Schlüssel kriegen wir vermutlich das Ding auf. Mal sehen, ob es der Schlüssel für dieses Fach ist. Bingo! Jawohl, okay, Krankheitstests. Ich sehe hier einen gelben Eimer mit medizinischen Abfällen und einer Handvoll von etwas, das aussieht wie Tests, um die Zerflossenen zu diagnostizieren. Ich werde keinen davon nehmen. An allen blinkt eine kleine rote LED, ein unverkennbares Zeichen, dass sie bereits benutzt wurden. Okay, schade. Hier ist eine Holzkiste. Eine rätselhafte Kiste mit mehreren Gegenständen. Die packen wir uns natürlich ein. Oh, ein Handy. Ach, das GPS-Gerät. Einem der Formulare der Reinigungsbrigaden nach benutzen Sie das Gerät, um sich auf Ihren Einsätzen zu orientieren. Im Grunde ist es eine elektronische Karte. Es sieht so aus, als würden die Satelliten auch nach der großen Welle tatsächlich noch funktionieren. Etwas, das ich leicht überprüfen könnte, wenn in dem Gerät Batterien wären. Ja gut, aber die Satelliten müssen ja auch noch funktionieren, weil die schweben ja im Orbit. Und da... Das juckt ja die juckt deine Welle nicht. Eine recht große Sperrholzkiste. Darin befanden sich mal einige der Arbeitsgeräte der Reinigungsbrigaden. Okay. Berechtigungsausweis für Fahrzeuge. Das ist der Ausweis, der es den Reinigungsbrigaden erlaubt, mit ihren makaberen Krankenwagen die Klinik zu verlassen und zu betreten. Meiner Erfahrung nach wird man ohne so ein Ding mit Blei vollgepumpt, wenn man versucht, durch das vordere Tor zu kommen. Es ist ein internes Memo der Armee an den medizinischen Stab des Krankenhauses. In dem Bericht geht es darum, dass kein Gegenmittel für die Krankheit der Zerflossenen entwickelt werden konnte. Und, was noch schlimmer ist, dass schließlich die Entscheidung getroffen wurde, die Forschung ganz aufzugeben. Tja, das wird dem Rod nicht so gut gefallen. Ja, es ist so ein krasses Bild hier unten, ne? Es ist... Heftig. Oh oh. Hört ihr das? Achso, ich dachte, die suchen jetzt nach uns. Ja, okay. Na gut. Das tun sie anscheinend nicht. Hier ist es jetzt noch leerer und stiller als vorher. Ich schätze, während ich im unterirdischen Krankenhaus für die Zerflossenen war, haben die Soldaten die Ausgangssperre verhängt. Das ist schlecht. Gemeindemitglied, Schwester von Reverend Blake. Können wir auch nochmal quatschen.
Wieso bist du denn hier draußen? Was ist passiert? Es geht um meinen Bruder. Er ist verschwunden. Wir wissen nicht, wo er hin ist. Was soll das heißen, er ist verschwunden? Nun ja, wir haben ihn nicht mehr gesehen, seit du mit ihm geredet hast. Seit er aus der Kirche gerannt ist. Wir haben stundenlang nach ihm gesucht und können ihn nirgendwo finden. Hast du keine Idee, wo er hingegangen sein könnte? Nein. Er ist ohne Ziel aus der Tür gerannt, vollkommen außer Kontrolle. Ich habe ihn noch nie so aufgebracht gesehen. Und seither haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß einfach, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Mein Bruder ist sehr krank und sollte nicht alleine und ohne Schutz da draußen sein. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Beruhige dich. Es wird ihm schon nichts zugestoßen sein. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich bin mir sicher. Außerdem haben die Soldaten die Ausgangssperre ausgerufen. Wenn sie ihn alleine und verloren auf der Straße finden, in seinem Zustand. Och, mein Bruder ist eine sehr beliebte und respektierte Persönlichkeit. Aber diesem Monster kümmert es nicht, wer er ist. Ich verstehe. Wir müssen von der Straße runter. Bitte, wenn du meinen Bruder siehst, sag ihm, dass er heimkommen soll. Sag ihm, dass wir auf ihn warten. Natürlich, das werde ich. Auf jeden Fall machen wir das. Okay, die sind jetzt weg. Das ist auch gut so. Mit dem Vater können wir wahrscheinlich hier nicht reden. Naja, sonst hätte ich ihm jetzt gerne gesagt, dass seine Tochter, dass die halt wohlauf ist, dass alles gut ist. Oh, dann können wir gar nicht links gehen. Das Lager ist geschlossen, Ratte! Tritt von dem Tor zurück! Aber ich muss ins Lager zurück, dringend. Was ist denn passiert? Euch Magen kann man nicht verstehen. Immer wollt ihr hier raus. Und sobald ihr draußen seid, wollt ihr plötzlich dringend wieder rein. Einer unserer Kameraden wurde getötet. Und das Lager ist geschlossen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Es gab einen Angriff? Ja. Oh, jemand hat Scheiße. Eine der Wachen in den Türmen mit einem Stein getroffen. Worauf er hinuntergestürzt ist. Er ist tot. Zum Glück scheint es einen Zeugen zu geben, oh, der die Täter Scheiße. Beim Schleudern des Geschosses gesehen hat. Und sie wurden festgesetzt. Aber wir trauen nie der Aussage einer Ratte. Deswegen warten wir darauf, dass die Verbrecher gestehen oder die Mordwaffe auftaucht. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis die Kinder die Wahrheit sagen. Ach, oder du Scheiße. Die Waffe finden, die sie benutzt haben. Mein Gott, was habe ich getan? Verdammt, ich hätte sie da nicht mit reinziehen dürfen. Oh, aber das sind doch nur Scheiße. Verängstigte Kinder. Seht ihr das nicht? Was habt ihr mit ihnen vor? Einen Beamten zu töten wird mit dem Tod bestraft. Und das Kriegsrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig. Sie haben als Erwachsene gehandelt und werden für ihre Taten als Erwachsene bezahlen. Sobald sie gestehen oder wir die Waffe finden, mit der sie ihre Tat begangen haben, kümmern wir uns um die beiden. Hast du ein Problem damit, dass das Gesetz durchgesetzt wird? Ihr seid nichts weiter als eine Horde von psychopathischen Schweinen. Noch ein Wort und ich blase dir gleich hier den Kopf weg, Bastard! Dein Armband und deine Privilegien kümmern mich nicht! Geh mir aus den Augen! Diese Schweine werden die Jungs töten. Und es wird meine Schuld sein. Ich werde für ihren Tod verantwortlich sein. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss was tun, und zwar schnell. Aber was? Kann ich hier vielleicht irgendwie was... Hier bringt das ja auch nichts weiter, ne? Da kommen wir da links wo dran. Einige Meter entfernt kann ich eine große Anhäufung von Müll, Schlamm und Pflanzenresten sehen, die sich dort in den Jahren angesammelt hat, seitdem dieser Abfluss das letzte Mal gereinigt wurde. Selbst von hier aus kann ich den Gestank riechen, der davon ausgeht. Okay, das bringt uns nicht wirklich weiter. Ich habe da irgendwie was. Das Wasser. Ein dunkles Bündel. Was haben wir denn da? Oh Gott. Das ist ja... Das ist die Leiche von Reverend Blake. Nee. Er hat sich das Genick gebrochen. In seinem Wahn hat er wohl das Seil nicht gesehen, das ich an den Baum gebunden habe. Und hat versucht, ohne Seil runterzukommen. Und ist gestürzt. Aber was zur Hölle hat er hier gesucht? Scheiße, ey. Er hat immer noch denselben Ausdruck von Panik. Wie als er aus der Kirche rannte. Was hat ihn in den Wahnsinn getrieben? Na, ist auch egal.
Ich fürchte, er hat die Antwort mit in sein Grab genommen. Ja, geil, ey. Ja, haben wir aber... Mal sehen, was wir hier haben. Ist das eine Visitenkarte? Eine feuchte, schimmlige Visitenkarte. Ziemlich zerfallen. Aber es sieht so aus, als wäre sie von einem Ort namens Beechwood Oracle. Ach. Der größte Teil des Textes ist unleserlich. Ich kann nur eine Adresse entziffern. Maymits Wood Street 24. Okay. Gut, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Nee. Unter dem Wasser muss es noch mehr von diesen Steinen geben. Ohne Zweifel sind das die Reste eines Gebäudes, das hier versunken ist. Ja, aber wirklich, wirklich, wirklich weiter. Unter dem Wasser. Ohne ja. Aber wirklich weiterbringen muss das jetzt nicht. Scheiße, ey, was machen wir denn jetzt? Hier komme ich nicht weiter. Die Armee wird den Zugang zum Lager erst wieder öffnen, wenn derjenige gefunden wurde, der für den Tod der Wache auf dem Turm verantwortlich ist. Können wir das nicht vielleicht dem Reverend dazu schieben? Ich meine, der ist eh tot, ne? Du musst mich hineinlassen. Das Lager wird erst geöffnet, wenn diese kleinen Mistfliegen ihr Verbrechen gestanden haben. Oder wir die Mordwaffe finden. Diese zwei Mistfliegen werden für ihre Tat einen hohen Preis bezahlen. Und jetzt verschwinde, Ratte! Diese Schweine werden die Jungs... Ich werde ja. Ich muss was... Können wir dem Reverend irgendwie die Zwille unterjubeln? Darauf schießen? Nein, natürlich nicht. Es ist die Leiche von Reverend Blake. Sein Genick ist gebrochen. Können wir ihm die geben? Gute Idee. Danke. Reverend Blake wäre der perfekte Sündenbock, um die Kinder zu entlasten. Andererseits ist er eine der bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der Stadt. Ich bezweifle aber, dass jemand meine Geschichte glauben würde, dass er die Wache auf dem Turm angegriffen hat. Verdammt. Wenn ich das nicht verhindere, werden diese uniformierten Bastarde die Jungs erschießen. Verdammt nochmal, ich muss einen Weg finden, sie zu retten. Und zwar jetzt. Okay, also... Also er, ich meine, das ist jetzt auch nicht so die netteste Art, ne, so. Aber dann hat er seinen Tod vielleicht noch irgendwie was Gutes, dass wir dadurch vielleicht die Jungs irgendwie retten können. Du musst mich hineinlassen. Ich muss... Das Lager wird erst geöffnet, oder wir die Mordwaffe finden. Diese zwei Mistfliegen werden für ihre Tat einen hohen Preis bezahlen. Und jetzt verschwinde, Ratte! Diese Schweine, ich werde für... Okay. Ich muss was... Scheißdreck, ey. Wie krieg ich denn dazu, dass die da hinten hingucken? Die Visitenkarte ist mein einziger... Also habe ich nicht... Okay, die haben wir, wollen wir nicht weggeben. Können wir das? Ich behalte das mal lieber. Okay. Das könnte nützlich werden. Tja, machen wir denn jetzt? Mauer der Schande. Scheißdreck, ey. Was tun? Können wir vielleicht... Achso, Moment. Ah, okay, das ist, glaube ich, ziemlich drastisch. Das ist die Leiche von Reverend Blake. Es ist ziemlich drastisch, aber vielleicht... Bringt uns das weiter. Heftig. Sehr heftig. Aber die Kinder sind unschuldig. Und diese gnadenlosen Barbaren werden sie kaltblütig erschießen. Ich habe keine andere Wahl. Gott verdammt, schon wieder diese Visionen! Nicht jetzt! Ich muss das tun! Mein Kopf! Du musst damit aufhören, Michael. Ich ertrage es nicht mehr. Das muss aufhören! Ich kann nicht anders. Es ist dieser Dämon. Du weißt, dass ich nicht anders kann. Bitte, Michael, bitte hör damit auf. Ja, dieser kleine, feige Dämon. Ich erinnere mich. Das grausame Gefühl von Säure in deinen Adern, die alles Stück für Stück zerfrisst. Alles an dir, was vielleicht mal gut und anständig war. Und es verwandelt in Schmerz, Verfall und Leere. Ich habe sein Gesicht schon verunstaltet, aber noch nicht genug. Er ist immer noch zu erkennen.
Alter, was ist denn damit los? Oh Gott. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich. Ich kann es riechen, schmecken, spüren. Nein, bitte, tu es nicht. Nein. Dieser feige Dämon, dieser finstere und vertraute Geist, den nur du kennst, der in dieser neuen Welt an Kraft gewinnt. Der seine Klauen in deine Seele schlägt wie Glassplitter. Der dir ins Ohr flüstert, dass das, was du tust, richtig ist. Weil niemand das Recht hat, dir etwas anderes zu sagen. Mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Warum zeigst du mir das? Bitte, antworte mir! Wer war ich vor der Katastrophe, bevor die Welt zusammenbrach? Will ich es wirklich wissen? Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst vor mir selbst. Ach du Scheiße. Was war das denn jetzt gerade? Keine Zeit für Gewissensbisse. Um die Kinder zu retten, habe ich getan, was ich tun musste. Verdammt. Ich höre mich schon an wie der Jäger. Alter. Okay, also ich meine, dass es ein düsteres Adventure ist, ne? Okay, ja. Aber so hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Wir retten damit die Kinder. Ihr müsst diese Jungs gehen lassen. Sie sind unschuldig. Ihr habt die Falschen festgenommen. Was deutest du da an, Ratte? Du solltest besser einen guten Grund dafür haben, so etwas zu sagen. Oder wir verteilen dein Gehirn über die Wand der Schande und benutzen dann die Kinder für Zielübungen. Ich weiß, wer der Schuldige ist. Ich weiß, wer das Verbrechen begangen hat. Und ich weiß, wo er ist. Hey, das sollten wir uns anhören. Fang an zu reden, Ratte. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, diese Schweine schlucken den Köder. Wenn sie die Wahrheit herausfinden, bin ich ein toter Mann. Der Mörder war ein Geisteskranker, den ich vor kurzem in der Stadt gesehen habe. Er war verzweifelt, sagte er. Er sei die Demütigung und Gewalt leid, die er jeden Tag durchstehen müsse. Er wollte sich endlich rächen. Damals habe ich ihm nicht geglaubt, aber jetzt ist mir klar, dass er es ernst gemeint hat. Nach dem Angriff auf den Soldaten hat er Selbstmord begangen. Drüben in der Wassergrube neben der Lagerstraße. Da liegt er noch. Sein Gesicht ist durch den Aufprall auf den Steinen völlig entstellt. Aber ich bin mir sicher, dass ihr die Tatwaffe bei ihm finden werdet. Wir werden deine Geschichte überprüfen und schauen, was sie taugt. Hier ist die Leiche. Sieht aus, als hätte die Made recht gehabt. Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist mit seinem Gesicht passiert? Boah, wen kümmert das? Wir haben den Schuldigen mit der Mordwaffe gefunden. Lasst die Kinder gehen und schließt das Lagertor auf. Over. Du kannst jetzt reinkommen, Ratte. Boah, was für eine Folge, ey. Was für eine Folge. Heftig. Echt heftig. Ich hab dir das Morphium für deinen Mann gebracht. Wie versprochen. Diese Frau und dieses Haus verursachen bei mir Gänsehaut. Bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Also bist du gekommen, um dein Geld zu bekommen. Ist es nicht so, Ratte? Du hast es mir angeboten. Ich hab nicht drum gebeten. Nein, du hast recht. Natürlich. Du hast es verdient. Das hatten wir abgemacht. Ich bin eine ehrbare Frau. Ich fürchte, du hast einen sehr falschen Eindruck von mir. Nimm dein Geld, Michael. Na gut, danke und viel Glück. Ich bin mir sicher, wir sehen uns noch im Lager. Warte, Michael! Du willst Geld? Ich habe noch mehr Geld. Ich habe noch etwas zurückgelegt. Diese Lagerratten haben nicht alles finden können. Und jetzt kann es dir gehören. Ich verstehe nicht ganz. Mein Mann liegt im Sterben. Ohne ihn sind wir niemand mehr. Ich und die Kinder. Die Soldaten zeigen uns nicht mal mehr Respekt. Vor einer Weile sind sie hier eingedrungen, um sie abzuholen, ohne jede Erklärung. Und es hat sie nicht im Geringsten gekümmert, wessen Kinder das sind. Aber wenn du hierbleiben würdest, könnte sich das alles ändern.
Ich habe noch ein paar Beziehungen. Ich könnte es arrangieren, dass du der nächste Lagerspitzel wirst. Du bist nicht wie die anderen Ratten da draußen. Du bist einer von uns. Wir wären wieder wichtig. Wir würden unsere Privilegien behalten. Oder willst du nur ein weiterer Bettler in dieser Gosse sein? Ich kann nicht so tief sinken. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich würde alles tun. Bleib hier bei uns, Michael. Nein, ich zweifle keine Sekunde, dass diese Frau zu allem in der Lage wäre. Wie ein in die Ecke getriebener Skorpion. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Kümmere dich gut um die Jungen. Es sind gute Kinder. Hau ab, du widerliche Ratte. Ihr seid doch alle gleich. Ihr Ratten in diesem Lager seid alle gleich. Ich brauche dich nicht. Ich brauche keinen von euch. Ihr wartet nur darauf, uns stürzen zu sehen. Aber ich werde euch diese Befriedigung nicht gönnen, ihr widerlichen Ratten. Ich werde tun, was ich tun muss. Und ihr werdet uns nicht durch den Müll kriechen sehen, so wie ihr. Ein in die Ecke getriebener Skorpion. Von Flammen umgeben, die sich schnell nähern. Ich glaube, es ist besser, nie wieder mit dieser Frau zu reden. Sie könnte gefährlich werden. Ja, und da klang es doch schon wieder direkt vertrauter, was sie so von sich gegeben hat. Ja, wir haben damit jetzt Geld, mit dem wir jetzt mit Rose reden könnten. Und wir müssen auch noch Rod Bescheid sagen, dass wir schlechte Nachrichten haben. Aber das alles machen wir in den nächsten Folgen von Dead Synchronicity. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin bei dieser doch sehr krassen Folge. So langsam zeigt sich diese wirkliche grausame Welt, in der wir gerade leben. Wir erfahren immer ein bisschen mehr über Michaels Vorgeschichte, wobei da ist jetzt noch so ein bisschen im Trüben fischen lassen. Ne? Also er hat irgendwen anscheinend mit einer Waffe bedroht. Er scheint ein Alkoholproblem gehabt zu haben. Seine Frau, die sich wahrscheinlich die ganze Zeit mit uns redet, wird er auch wahrscheinlich nicht so nett behandelt haben. Wir werden sehen. Oh nein. Wie. Es fängt wieder an. Alles verändert sich. Alles. Ja, wir werden sehen, wie sich das. Alles verformt sich. Wiederholt sich. Ohne dass ich etwas mache. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. So, ich darf wieder. Wir werden also in den nächsten Folgen wieder sehen, was wir da noch so rausfinden können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Dead Synchronicity. Bis dahin, auf Wiedersehen.